Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Ranzratte. Ein frohes Neues. Ich habe Silvester gut überstanden. Kommt auch noch ein Real-Life-Video auf meinem Real-Life-Kanal. Das krasse Leben. Einfach mal abonnieren. Ist in der Infobox verlinkt. Wow, eine imposante Base. Oh, ein Schuss. Noch ein Schuss. Okay. Eventuell sollte ich mich hier mal in Deckung begeben. Ansonsten könnte ich ein Problem bekommen. Da liegt eine Leiche direkt an seinem Fahrzeug, so wie es aussieht. Zwei Personen bekriegen sich da hinten. Ich höre ein Fahrzeug. Da ist Staub. Ah, okay, der haut ab, alles klar, der hat damit nichts zu tun. Gut, was ist denn mit den beiden hinten los? Oder den dreien oder was weiß ich? Oder sind das NPCs? Nö, ich sehe auf jeden Fall nirgendwo eine Mission. Okay. Oh. Ich glaube, die bekriegen sich gegenseitig. Ah, mit dem Red Dot komme ich nicht weit, mit dem Gucken. Mann. Etwas, ach so, guck mal, ich kann mich ja hier hinterstellen, dann bin ich nicht ganz so... Ne? Offen von hinten. Pat, da dann abgeknallt. Ohne Scheiß, die bekriegen sich selbst. Okay. Dann denke ich mal, werde ich jetzt gleich den Wagen da vorne schnappen, wenn er noch fährt. Und dann fahre ich dem Typen hinterher und werde ihn erschießen. So, ich park mal hier. Ich habe den leicht aus den Augen verloren, aber der muss hier irgendwo noch sein. Aha, okay, was hab ich denn? Meine Spielfigur hat Schmerzen, aber das macht nichts. So. Da ist er. Na, kommst du hier hingelaufen? Möchtest du das Auto haben? Das bekommst du nicht, mein Freund. Oh, scheiße, ey. Ich mach voll die Geräusche hier. Das kotzt mich voll an. Wenn hier noch irgendeiner ist, der wird mich instant hören. Crap. Dabei habe ich gar nichts. Ich habe volles Blut. Kein gebrochenes Bein. Das backt wahrscheinlich rum. Ja, lad schön deine Waffe nach, mein Freund. So. Tot. Okay. Nice. Nice. Die ist mega geil. Ohne Scheiß, Freunde. Ja, Server? Hallo? Geht doch. So. Ich guck nur eben kurz hier ein bisschen rum, ob hier noch irgendwo was anderes kommt oder so. Ich will nicht immer so lange an den Leichen sitzen und die Leichen looten, weil dann bin ich halt das Ziel der Ziele. Das einfachste Ziel auf der ganzen Map. Aber das scheint relativ ruhig zu sein. Ich musste gestern, währenddessen ich gestreamt habe, feststellen, dass es hier keine Safe Zones gibt. Oh! Schöner Wagen, den gucken wir uns mal an. Das heißt, egal an welchem Trader, man kann grundsätzlich abgeballert werden. Das hat mir gestern sozusagen mein ganzes Gesammeltes versaut. Mein ganzes Loot, aber man sagt ja never love your loot, ne? So, Karre ist zu. Schade, Karre ist zu. Da hinten der Wagen ist kaputt. Oh, da ist ja einer. Alter! Fuck, 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 fuck. Boah, ich glaube, der letzte war ein Headshot. Alter Schwede, ey. Junge, das war knapp, das hätte auch anders enden können. Aber okay, ey, darauf bist du vorbereitet, wenn du Namalsk spielst. Okay, alles klar. Ah, fährt meine Karre noch? Nein, war klar. So ein lausiger Bengel, ey. Der hätte auch mal rufen können. Hey, nimmst du mich mit? Ich hätte bestimmt nicht Nein gesagt. Ohne Scheiß. Allein fürs Video wäre es bestimmt cool gewesen. Ja. Dass ich jetzt Schmerzen habe, das verstehe ich, Spielfigur. Aber vorhin... Ah.
Komisch. So, mal gucken, mit was der Schakal auf uns geballert hat, ey. Würde mich ja mal interessieren. G36, naja, immerhin. So. Toolbox kann man immer gebrauchen, ansonsten Painkiller noch und das war's. Ja, hat sich ja richtig gelohnt für dich, Kollege. Da unten steht ein weißes Fahrzeug. Wenn ich Glück habe, kann ich dort einen Reifen abmontieren und dann wieder zurück an mein rotes Fahrzeug packen. Das wäre auf jeden Fall cool. Richtig heftig. Also ich habe noch nie eine PvP-lastigere Map als Namalsk gespielt. Das ist schon lustig. Das ist schon krass mit anzusehen. Aber die Leute, die gestern mit im Stream waren, die wissen, dass es jetzt auf dem Moto-Server ein Spawn-System gibt. Das heißt, wenn du da stirbst, kannst du später eine Klasse auswählen. Kommt dann auf deine Humanity an. Wenn du minus 10.000 hast, dann kannst du dir, keine Ahnung, so einen tschechischen Soldaten nehmen oder bei plus 10.000, glaube ich, einen US-Soldaten, bla bla. Ist auf jeden Fall ziemlich krass. Dann hat man sofort eine Waffe am Anfang. Das ist irgendwie, ich weiß auch nicht. Also dieser tschechische Soldat, der hat sofort so eine, ja, eine Art AK irgendwie. Und ich weiß auch nicht, das ist bisschen doof. Aber die Spawn-Systeme haben sie jetzt ziemlich geil gemacht auf dem Moto-Server. Du kannst eben halt nur noch 2000 Meter entfernt von deiner letzten Position spawnen, an der du gestorben bist. Und das ist ziemlich cool. Und du kannst halt deinen Spawnpunkt ziemlich genau auswählen auf der Karte. Die werden dann so Nummern angezeigt und da kannst du dann draufklicken und das spawnst. Das ist ziemlich krass. Im Übrigen, twitch.tv/kw_ranzratte ist auch verlinkt in meiner Informationsbox. Einfach mal da ein Follow abgeben. Ich streame fast jeden... Fuck. Jeden Freitag. Okay, der hat mich nicht gesehen. Gut. Warum zum Teufel? Okay. Ein Spieler. Ohne Waffe. Fresh Spawn. Eventuell. Könnte sein. Weiß ich nicht. Das Problem ist, wenn ich meine Karre repariere, dann... Sorry. Das ist mir dann doch etwas zu riskant. Warum läuft der Motor? Egal. Sagt mir ja fährt. Von daher nehme ich den, weil der ist um einiges besser. Und der hat auch noch eine Scheibe vorne. Eine Sache ist ziemlich lustig. Auf Namalsk gibt es wohl irgendeinen Fehler. Du bist, keine Ahnung, auf den... Also neben den Straßen bist du schneller als auf den Straßen selber. Das ist total komisch. Mit jedem Auto. Also du kannst ja auch mit so einem hässlichen, scheiß verranzten Kackwagen rumfahren. Das ist... Oh! Oh, shit. Nein. Ich blute. Das war ein ziemlich harter Unfall. Oh, crap, ey. Oh, Kacke. Das war wirklich ein ziemlich harter Unfall. Wenn der explodiert, ey. Alter. Na, hoppla. Da bin ich wohl etwas zu hart gegen den Baum gehämmert, ey. Da tut mir leid. Fuck, ey. Meine Karre. Fuck, meine Karre. Jetzt darf ich wieder laufen. Wobei, ich habe noch eine Toolbox. Das ist schon mal ganz gut. Ah, 10.000 Blut habe ich noch. Okay. Meine Güte nochmal. Oh, Alter. Erschreckt mich doch. Ma, ey. So eine blöde Scheiße. Egal. Ja, meine Freunde, ich denke, wenn ihr wollt, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben geben. Ansonsten eben halt nicht. Ich sag mal, bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Ciao.